Wie sieht der Arbeitsmarkt im vierten Quartal 2016 aus? Was wird sich verändern? Wo sind die Chancen für Sie? Basierend auf einer bundesweiten repräsentativen Befragung von 1000 Arbeitgebern gibt das Arbeitsmarktbarometer Auskunft über den Arbeitsmarkt. Die deutschen Arbeitgeber berichten für das kommende Quartal vorsichtig optimistische Beschäftigungspläne. So rechnen 12% mit Neueinstellungen, das sind 3 Prozentpunkte mehr als im letzten Quartal. Personalabbau erwarten dagegen nur 3% und 85% sagen keinerlei Veränderungen voraus. Daraus ergibt sich ein saisonal bereinigter Beschäftigungsausblick von plus 8%. Das ist das beste Ergebnis seit dem ersten Quartal 2013. Im Quartals- und Jahresvergleich bedeutet dies ein Plus von 4 und 3 Prozentpunkten. Wie sehen die Prognosen bei Unternehmen aus? Große Arbeitgeber erwarten ein gesundes Beschäftigungswachstum mit einem Plus von 27%. Auch die mittelgroßen und kleinen Unternehmen vermelden deutlich positive Ausblicke mit plus 18 und plus 13 Prozentpunkten. Im Gegensatz dazu erwarten die Arbeitgeber in Kleinstunternehmen nur langsam steigende Beschäftigungszahlen. Hier beträgt der Beschäftigungsausblick plus 2%. Betrachtet man die einzelnen Branchen, so vermelden die Bereiche der Energie und Versorgung sowie die Finanz-, Versicherungs-, Immobilien- und Dienstleistungsbranche den stärksten Arbeitsmarkt mit einem Beschäftigungsausblick von plus 14 und plus 13%. Mit einem düsteren Bild ihrer Beschäftigungsaussichten von minus 12% rechnen dagegen die Arbeitgeber der Branche Bergbau und Rohstoffe. Diese und weitere Ergebnisse finden Sie auch gesammelt in unserem PDF. Einfach anklicken und downloaden. Erfahren Sie mehr in unserem Imagefilm über die Manpower Group, den weltweit führenden Experten für Personallösungen.